Ich guck mal hier kurz auf der Karte. Naja, okay, das ist jetzt nicht so weit. Einfach nur hier hoch und dann diese scheiß Arschlöcher. Die Gerüchte, dass Lynchwood vielleicht mal so zivilisiert wird wie Opportunity, sind unglaubwürdig. Lass ja, Jack seine Elfenbeintürme. Ich bin auf Pandora wegen der Action. Ich weiß gar nicht, ob man da wieder rauskommt. Alter Schwede. Ich dachte, der Dings, der Pastor wäre da und hat mich tierisch erschreckt, als er nicht da war. Oh. Jetzt hätte ich gespürt, wie mein Herz einen kurz ausgesetzt hat. Aber war gar nichts Schlimmes, das ist ja krank. Das war so, so völlig uninteressant eigentlich. Wäre ich da wahrscheinlich wieder rausgehüpft irgendwie, aber ich habe mich richtig doch erschreckt. Halleluja. So. Nun aber. Ich dachte jetzt hier einfach nur weiter, aber irgendwie. Achso, das ist da, wo wir auch die. Den Zünder hatten, da müssen wir lang. Hier rum und hoch. Und die dann. Futter? Sind wir eine getötet worden? Alter, wie hältst du so viel aus? Oder warum nicht die vernünftig trocken können? Nein, ich wollte gerade sagen, scheiß drauf, aber. Oh. Das war ja richtiger Glücksfall. Wir haben alles, was wir für den Bauern ergattern konnten, gebraucht. Das ist die Bombe vor einem Skatebau auf dem Boden. Sprengstoff, was? Und das wird bestimmt lustig. Oh, in den Haarfall, egal. Das war lustigerweise genau der Typ, den ich töten sollte, der mir direkt für die Fresse gesprungen ist. Das ist ja richtiger Glücksfall gewesen. So, jetzt müssen wir noch wieder darum und zum Skatebau. Irgendwie gibt es mir diese drei Gebiete, wo man irgendwas machen kann, glaube ich, auf dieser Karte, in diesem Gebiet, da gibt es einfach nur drei Stellen, wo irgendwas questtechnisch möglich ist, oder? Und da muss man immer dieselben Stellen anlaufen, immer wieder dieselben Scheiß wie ich. Also das hätte man vielleicht geschickt, das vielleicht nicht, aber... Jetzt schmiere sie mit dem Abführmittel ein. Der Skelett wird die Bombe fressen. Sie mit Galle bis er hat sie geschluckt. Zum Glück fressen und scheißen die Skelets mit einer derselben Öffnung. Das dürfte also nicht lange dauern. Folge ihm und schnapp dir die Bombe, sobald er sie wieder ausscheißt. Was hat er denn sonst noch gefressen, Alter? Okay. Na bitte, Skelett-Gallenbombe bereits zur Banksprengung. Klatsch das Ding gegen die Wand der Bank und warte auf das Feuerwerk! Man hätte auch einfach irgendeinen x-beliebigen Haufen nehmen können und an die Bombe schmieren, aber... Nein, Monsieur braucht natürlich einen Skelett, der Dynamit gefressen hat. Ich muss natürlich... Naja, ich will mich hier aufregen. Ich will dafür... Ach, oder ich kenne das schon. Ich wollte mir das angucken, ich dachte, das wäre ein besonderes... Ach, fick dich leider, ey. Irgendwie komme ich mit Leitern generell irgendwie überhaupt nicht klar. In allen Spielen. Ich überlebe ja die Scheiße einfach. Ballerei. Hier im Spiel geht es noch einigermaßen, aber wenn man zum Beispiel an Call of Duty oder Counter-Strike denkt, da ist meistens der Schaden vorprogrammiert, der gut im Spiel steht. $500 für jeden Slapskalb. Der Slap King ist nicht glücklich darüber, was sie ihm angetan hat. Also seht euch vor. Ja. Dum-di-dum-di-dum. Ich glaube, diesen Weg sind wir. Oh, das ist ja cool, eine Digitaluhr. Das ist jetzt 8 übrigens. Das entspricht aber nicht der Realität. Das wäre natürlich noch cooler, ne? In-game-Uhr, die offline, die Outgame-Zeit anzeigt. Wie heißt denn das? Outgame? Die Realtime. Vielleicht. Die echte Zeit anzeigt. Das hätte ja irgendwas für mich. Alter. Dass die aber auch echt
jedes Mal, wenn sie, wenn ich sterbe, mir so viel Schaden machen müssen. Jedes Mal, wenn ich sterbe, dann jedes Mal, wenn ein paar mehr Gegner um mich rum sind, im Moment gehe ich down. Das ist echt nicht schön. Ja. Dann wollen wir mal. Ein Bankraub. Jetzt wird's interessant. Schnappt sie euch, Jungs. Dieser Schlamm hat sie weggeknackt. Blöd habt ihr geladen und töten ihr Idioten. Ach, scheiße. Fachleute. Erledige sie. Marshals. Das war ja einfach. Schnappt ihr die Beute. Oh nein. Aufnehmen muss ich die gleich auch noch. Mach ich erstmal alle auf und guck, ob ich sie gleich kollektiv aufnehmen kann. Ja, kann ich. So, auf der Seite auch noch. Mist. Hast du die Kohle? Dann verschwinde aus der Stadt, Slap, bevor der Sheriff ihre Leute auf dich hetzt. Okay, verschwinde aus der Stadt. In die Richtung? Okay. Ihre Gesichter an, Schotti! Sieh sie dir an! Nein, danke. Wir haben doch eben einen Skag gezähmt. Vielleicht hätten wir den auch einfach nehmen können für unser Experiment mit dem Dynamit. Ich meine. Wobei er so richtig freundlich ist, das für ihn ja jetzt auch nicht so, dass er da sich richtig für begeistern könnte. Müsste drüber nachdenken. Hübscher Bankraub. Da will ich mich mal nicht lumpen lassen. Jungs, hinterher! Jetzt versteck das Geld. Sonst hören die Männer des Sheriffs nie auf, dich zu suchen. Such ein geeignetes Versteck und meine Jungs holen es später ab. Keine Sorge, wenn alles vorüber ist, zahle ich dir sogar mehr, als du aus der Bank geholt hast. Na dann. Druck des Sheriffs. Ja. Ja, da ist noch einer. Sehr gut. So, dann wollen wir mal hier hoch. Oh, wir haben auch schon fast wieder ein neues Level. So, und kurz auf die Karte gucken, welchen mache ich denn jetzt im besten Fall aus. Hier spricht der Beauty-Winger. Bitte lasst euch nach Beginn der Aufgabe nicht rausklicken. Jeder Vorwand. Hier auch schon direkt. Ach, das ist das mit der Maschine. Ich habe nur wegen der Geräusche irgendwie war ich leicht irritiert und habe mich gewundert, wo das wohl herkommt. Aber das ist hier der Abbaugerät-Ding. Wie heißt denn das? Bohrer. Vielleicht können wir sagen. Ich denke, das wird nicht zu weit weg von dem, was es eigentlich ist. Oh, den hab ich gar nicht mehr gesehen. Den hab ich gesehen. Ist dein Gesicht! Sechstausend Schaden. Nee, ich übe. So, haben wir das wieder eingegraben. Dann gehen wir mal weiter und haben noch ein letztes Versteck. Statt einfach alles in einem Versteck zu verstecken. Das ist ja, ist zu einfach, ne? Eine Rüstung bräuchte ich für meinen Speck auch. Das wäre schon ziemlich cool. Wobei das ist. Sieht aus, als hätten sie die Schulterplatte einfach in den Skag reingenagelt oder gemietet oder so. Das ist mich dann wieder nicht mehr so cool. Die armen Skags. Rick hatte schon immer einen Sinn fürs große Drama. Hat ein Riesenspektakel veranstaltet, das aus meinem Knast ausgebrochen ist. Hat ihn in die Luft gejagt und Jack und mir Rache geschworen. Meinte, wir hätten ihn erst zum Banditen gemacht, weil wir seinen Köter umgebracht haben. Zwischen uns beiden sollte die Sache viel einfacher ablaufen. Entweder ich sterbe oder du stirbst. Melde dich, wenn du bereit bist für den nächsten Job. Jawohl. Also da muss ich doch sagen, bin ich dabei.
Ein Duell mit dem Sheriff, das wäre doch eine coole Aktion. So. Gibt es hier jetzt noch was? Nee. In Lynchburg. Die Bank sprengen kann ich hier abgeben. Das ist schon mal ganz gut. Vielleicht gibt es dann da den nächsten Quest für den Kampf gegen den Sheriff. Da habe ich nicht gerade sehr viel Lust zu. Nachdem ich so viele Sachen über sie erfahren habe, die mir nicht so richtig gut gefallen. Der Sheriff führt demnächst eine Säuberungsaktion in der Stadt durch. Und nein, auch ich kenne nicht ihren richtigen Namen. Ich weiß nur, dass sie mich gezwungen hat, Hit-Sheriff zu werden, dass sie mir eine Höllenangst einjagt und dass ich hoffe, dass sie das nicht hört. Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen, was er da sagt. Wenn man nicht so ein heftiges Kind ist, wie ich das bin, der einfach allen Heftchen in den Arsch treten kann und sich, sich einfach um so Banditen wie diese hier gerade einfach mal nicht unbedingt scheren muss. Und dann wahrscheinlich aus diesem Grund, weil es sich nicht darum kümmert, dauernd abnibbelt. Hätte ich auch Angst. Die sind doch sehr, sehr krass, die Schergen, wie sie immer schickt. Diese selber wird sicherlich auch nicht einfach werden. Mach dich aus dem Staub. Sachen in die Luft jagen, Kohle machen, der absolute Traum. Jo. Abschluss. Und Showdown. Zieh. Auf geht's. Du hast meine Bank ausgeraubt, meine Stadt zusammengeballert und meinen Zug zerstört. Ja. Du gefällst mir. Main Street, Pistolen, 12 Uhr mittags. Komm alleine.